Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem schweren Auswärtsspiel in Göppingen. Rückblickend aufs letzte Wochenende muss ich sagen, dass ich natürlich mit dem Ergebnis von 32-16 gegen Halle Neustadt sehr zufrieden bin. Wobei es trotzdem ein eigenartiges Spiel war, weil ich nach 7 Minuten voller Verwunderung auf die Anzeigetafel geguckt habe und dort stand ein 0-0. Das ist ja alles andere als üblich im Handball. Wir hatten zu dem Zeitpunkt wirklich schon neben dem 7-Meter etliche ganz klare liegen lassen. Aber man muss fairerweise sagen, auch Halle Neustadt hatte ganz klare vor der Anker liegen lassen. Anker hat das super gemacht. Das gute Gefühl war allerdings, dass die Deckung gut stand. Und genau das habe ich bei dem ganz, ganz frühen Timeout meinen Mädels dann auch gesagt. Die Abwehr steht, da hinten müssen wir genauso weiter kompakt bleiben. Und bitte glaubt an eure Würfe, glaubt an eure Art, Handball zu spielen und auf eure, an eure Abschlussstärke. Bleibt positiv und dann wird das schon und es ist dann auch geworden. Von daher bin ich natürlich mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Jetzt heißt es natürlich, wieder nach vorne zu blicken und alles dran zu setzen, um auch in Göppingen in erster Linie natürlich ein positives Ergebnis, weil wir ja zum Siegen wirklich verdammt sind, auch in den letzten 4 Spielen. Ich habe es jetzt gebetsmühlenartig wiederholt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bietigheim bei dem Programm nochmal einen Punkt liegen lässt. Man würde sowas natürlich gerne mitnehmen, annehmen und man weiß, wie unwegsam und voller Überraschungen Sport sein kann. Wer gestern das Pokalspiel von Bayern gegen Bremen gesehen hat in Bremen, beim 2-0 war das Ding eigentlich alles vorbei und dann innerhalb von einer Minute wird ein ganzes Spiel fast auf den Kopf gestellt. So ist halt Sport und das ist auch das Schöne im Sport. Und es darf ruhig noch eine Überraschung irgendwo passieren, allerdings nicht bei uns in Göppingen. Wir sind angehalten, dort sehr vorsichtig ranzugehen, alles dran zu setzen und vor allem diese offensive, aggressive, unangenehme 3-2-1-Abwehr zu lösen mit einer Johanna Schindler auf der Einzelposition, die ja auch bei mir im österreichischen Nationalteam spielt, auch bei mir wichtige Abwehraufgaben dort übernehmen muss. Ich kenne ihre Qualitäten. Und auf der anderen Seite müssen wir auch vom Angriff her gut gegen eine Prudence Kinland und auch gegen eine Hrybkova decken, die uns immer wieder vor Probleme stellen können. Die eine mit ihren gefährlichen Hüftwürfen, die anderen mit ihren Durchbrüchen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist gegen Göppingen, ist die gute Deckungsarbeit gegen den Kreis. Das ist etwas, was zwingend notwendig ist, weil sie sehr, sehr gut den Kreisläufer anspielen. Das heißt, wir haben Aufgaben, die wir gerne bewältigen wollen. Wir wissen auf der anderen Seite auch, dass wir vorlegen müssen, weil Bietigheim erst am Sonntag spielt, die können sich nach uns richten. Das ist natürlich nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss, aber das ist nun mal so. Ich will auch da gar nicht von einem Wunschkonzert sprechen, sondern reingehen. Alles reinwerfen, was wir nur haben. Ich habe den Mädels gestern nochmal gesagt, gerade die Jungen müssen lernen, noch kämpferischer aufzutreten, noch Selbstbewusstsein, mit viel mehr Aggressivität, mit viel mehr Leistungswille und Energie da reingehen und einfach die letzten 4 Spieltage jetzt alles raushauen, um eben erfolgreich zu bleiben. Ja, wir werden vorlegen. Ich hoffe das Beste. Göppingen hat was wieder gut zu machen. Ich habe von meinem Kollegen Alex Knesewitsch gelesen, dass sie in Buxtehude eines der schlechtesten Saisonspiele überhaupt, eines der schlechtesten Spiele abgeliefert haben. Das wird zu nerven, das wird zu wurmen. Ich weiß, wie sehr mein Kollege da auch an solchen Niederlagen zu knabbern hatte. Das nervt den furchtbar. Das heißt, er wird die Mannschaft diese Woche richtig aufbauen, dass er gegen uns eine ganz andere Leistung an den Tag legen. Mir wäre dieser Schwächetag vielleicht diese Woche lieber gewesen als eine Woche vorher in Buxtehude, wo ihm wirklich gar nichts gelungen ist. Und das ist auch nochmal ein Aspekt, der gefährlich mit in die Waagschale kommen wird, weil die wollen Wiedergutmachung und wir müssen einfach da sein. Auf uns gucken, unser Spiel durchdrücken. Ich hoffe natürlich, dass auch die Spielerinnen von der ersten bis zu 60 Minuten ein konstantes Spiel aufs Parkett legen können. Das ist ja auch so wichtig, dass du konstant über 60 Minuten deine Leistung abrufst, gerade in der Situation, in der wir uns befinden. Das muss ich nicht nochmal wiederholen, gewinnen zu müssen und auf der anderen Seite auch noch alles zu tun, um ein einigermaßen eindeutiges Ergebnis herauszuspielen. Ja, ansonsten, wie gesagt, es läuft alles weiter auf diesem Zweikampf vorne weg. Das ist nicht wirklich eine Überraschung. Hinten im Abstiegskampf hat Bensheim sich ganz viel Luft verschafft. Auch Bad Wildungen, da freue ich mich sehr für Tessa, hat es geschafft, nochmal 2 Punkte gegen Oldenburg zu holen, haben jetzt sich sehr schön dort freigeschwommen. Da hinten ist es auch ein Zweikampf.
weil Nellingen ist ja schon weg, das weiß man ja, die gehen in die dritte Liga. Das heißt, momentan wird es zwischen Halle-Neustadt und Neckarsulm auf diesen Zweikampf rauslaufen. Und da darf auch Halle-Neustadt gern dann im Heimspiel gegen Bietigheim nochmal so richtig, richtig Gas geben. Wie gesagt, auch wenn man nicht immer dran glaubt, man kann ja so ein bisschen seinen Träumen nachhegen und versuchen, durch irgendwelche Rechenschiebereien, die eh nie aufgeben, dann vielleicht doch aufgehen, dann zu sehen, wo könnte denn da vielleicht der eine oder andere Punkt doch noch beim Gegner liegen bleiben. Ja, das ist die personelle Situation. Wir werden mit der gleichen Mannschaft auftreten, die wir jetzt auch letzte Woche gehabt haben. Ellis hat die Woche ganz normal mittrainieren können und macht einen sehr guten Eindruck. Und wenn ich schon bei Ellis bin, dann komme ich weg vom Thema Göppingen, vom Thema Bundesliga und möchte ganz gern voller Freude die Vertragsverlängerung von Alicia Stolle vermelden, die sich entschieden hat, ein weiteres Jahr beim DHC zu bleiben. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ich denke, dass sie noch einen guten, lehrreichen Weg vor sich haben wird, den sie mit uns gehen wird. Und wir werden alles dran setzen, um sie in den nächsten Jahren dorthin zu bringen, was dann auch tatsächlich internationale Spitze darstellt. Das ist bei so jungen Spielerinnen, die auch sehr, sehr früh schon gehypt werden, gar nicht so, so leicht. Aber wir werden unser Bestes tun und Alice wird alles reinwerfen, um diese Entwicklung eben voranzutreiben. Es ist nicht die einzige Vertragsverlängerung. Unser Abwehrchef Josefine Huber, die sich hier durch ihren Charakter, durch ihren Teamgeist, durch ihren Biss, durch ihre Art zu fighten, durch die Art und Weise, wie sie eben Handball lebt und ist und darstellt, hier sich so einen wichtigen Platz in dieser Mannschaft auch erkämpft hat. Voller Freude verkündige ich auch die zweijährige Vertragsverlängerung von Josefine Huber. Da bin ich sehr, sehr glücklich. Auch als österreichischer Teamchef begrüße ich die Entscheidung für den DHC natürlich sehr. Fine hat sich unfassbar entwickelt in den letzten Jahren, ist von einer Nummer 3 in Blomberg zu einer, ja, ich habe zwei Einser am Kreis, weil ich auch sehr, sehr oft mit zwei Kreisläufer spiele, in dem 7 gegen 6. Da hat sich Fine unfassbar entwickelt und das ist allein ihrem Fleiß und ihrem Leistungswillen zu verdanken. Von daher bin ich sehr, sehr froh, das zu vermelden. Und dann last but not least, mit allergrößter Freude, vermelde ich auch die Verlängerung von unserem Herzstück. Iveta Lusumova hat ihren Vertrag um 2 Jahre verlängert und wie wichtig diese Spielerin für den DAC ist. Sie ist nicht nur das Gesicht, sondern auch der Puls unserer Mannschaft und ich freue mich natürlich sehr, dass sie sich hier sehr wohl fühlt, dass sie ganz anderen Angeboten dann auch eine Absage erteilt hat und dass auch ihr Freund hier angekommen ist. Er spielt ja Fußball in Nordhausen. Da halten wir auch die Daumen, dass die Fußballmannschaft von Nordhausen mit ihm zusammen hoffentlich dann auch einen guten Weg geht. Und sie sind hier angekommen, fühlen sich hier heimisch und familiär. Und was da... Iveta hat ihren Vertrag verlängert und im Sommer kommt auch noch ihre Hochzeit mit dazu. Auch auf die freue ich mich sehr. War noch nie auf einer tschechischen Hochzeit, wird sicherlich auch ganz, ganz lustig. Aber man kann sich vorstellen, dass ich da voller Freude diese 3 Personalien verkünde. Damit ist unser Kader, den ich auch dann mit den Neuzugängen schon bekannt gegeben habe, soweit komplett für die neue Saison. Die Positionen sind doppelt besetzt. Auf der Rückraum-Linksposition warten wir voller Sehnsucht auf die Rückkehr von Beate Schäfknecht, der wir aber alle Zeit der Welt geben, ihre Fußverletzung, diese beiden OPs an den Füßen komplett auszukurieren. Bei Anne Hubinger ist es leider Gottes so, dass gerade in der derzeitigen Lage überhaupt nicht an Leistungssport zu denken ist. Sie hat den Rat der Ärzte, dem Rat der Ärzte Folge zu leisten und vom Leistungssport Abstand zu nehmen. Trotzdem wird auch für Anne immer wieder in der Familie DHC ein Riesenplatz sein. Wir sind so verblieben, dass sie jederzeit, wenn es auch irgendwie geht, sowieso vorbeischauen soll. Und wenn irgendwo ein Schritt wieder in den Schoß der Mannschaft möglich wäre, was allerdings momentan nicht so absehbar ist, dann ist da immer eine Tür offen, aber es wird wohl so sein, dass sie dem Leistungssport AD sagen muss.
Ja, ich freue mich natürlich, ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar und genau diesen Dank möchte ich unseren beiden Gesellschaftern von Herzen aussprechen. Was Helmut Peter und Robert Böhm hier angepackt haben und gemeinsam leisten, da ziehe ich, der in der sportlichen Verantwortung steht, vor der wirtschaftlichen Grundlage und vor der Art und Weise, wie sie hier Ordnung in den Laden bringen, wie sie hier versuchen, eine Struktur reinzubringen und auch unseren sportlichen Erfolg zu ermöglichen. Es ermöglichen mir, meine Mannschaft bilden zu können, mit vielen Wünschen entgegenzukommen. Oft natürlich ist man auch kontrovers, weil das Wirtschaftliche und das Sportliche dann überhaupt nicht übereinstimmen. Dann muss man auch Abstand nehmen, dann muss der Sport zurückstecken. Aber ich bin nochmal enorm dankbar diesen beiden Herren und hoffe, dass sie noch sehr, sehr lang mit uns gemeinsam hier diesen Weg gehen, weil sie für den DRC Gold wert sind. Ja, ansonsten ist auch das erste Heimspiel jetzt in Nordhausen sehr gut über die Bühne gegangen. Wir haben jetzt auch dort unsere nationale Heimat gefunden. Ich danke den Fans. Die Rote Wand hat uns begleitet und wird sicherlich auch in den nächsten beiden Heimspielen nochmal für entsprechende Stimmung sorgen. Das war's von meiner Seite. Dankeschön.